Es kommt ein Mann, der viel für den deutschen Film getan hat. Wir befinden uns hier quasi in seinem alten Wohnzimmer. Sein Name ist mit diesem Saal verbunden wie kein anderer. Er war 18 Jahre lang der Direktor der Berlinale. Bitte begrüßen Sie mit mir Dieter Koslick. Vielen Dank, ich bekomme nicht den Preis, ich bin der Laudator. Aber es fühlt sich gut an, hier zu sein. Liebe Hanna, wach auf und träume. Das ist der Titel deiner Autobiografie. Du forderst uns damit geradezu auf, das zu sehen, was sich abspielt, aber auch das Abwesende zu sehen, das sich im Inneren abspielt. In Deutschland der 60er Jahre hast du begonnen, auf der Bühne zu spielen, und es dauerte nicht lange, bis du auf der großen Leinwand warst. Wer an die Ehe der Maria Braun oder an Lili Marleen denkt, sieht sofort dich vor seinem inneren Auge. Und hört dich, denn du bist nicht nur eine fantastische Schauspielerin, sondern auch eine begnadete Sängerin. Nicht nur bei diesen Filmen kann ein Geheimnis deiner Schauspielkunst bewundert werden. Präsenz und Abwesenheit, Distanz und Nähe und das alles zur gleichen Zeit. Als Schauspielerin hast du ikonische Filmbilder geschaffen. Mit all den Kreativen, die geschrieben, inszeniert, fotografiert und ediert haben. Ganz am Anfang mit Jean-Marie Straub und Daniel Hullé. Natürlich mit Rainer Werner Fassbinder, mit dem du 20 Filme gedreht hast. Margarete von Trotta, Agnes Varda, Fatih Akim, Hans Steinbichler und natürlich Wim Wenders. Vor kurzem warst du in Yorgos Lanthimos geradezu traumhaften, preisgekrönten Kinofilm Pur Sinks zu sehen. Und gerade hast du den Spielfilm Yunnan, das in der Ukraine geborenen Regisseurs Amir Eldin, abgedreht. Mit deiner Kunst, deinen Träumen, die du mit uns in all deinen Werken und nicht nur in den Traumprotokollen teilst, gehörst du zu den prägenden Gesichtern und Stimmen der Filmgeschichte. Die Liste deiner Auszeichnungen ist lang. Es ist aber auch ziemlich einfach, dich auszuzeichnen. Für jede deine Rolle kann man dich auszeichnen, und das bist du ja auch geworden. Und man kann dich für alle deine Rollen auszeichnen. Das machen wir heute Abend. Du begnügst dich nicht jedoch mit deiner grandiosen Vergangenheit, sondern du träumst die Zukunft. Das Vergangene ist bei dir Teil eines Traums, der den Weg zeigt. Als Zweijährige bist du mit deiner Mutter aus Schlesien geflüchtet, warst, wie du selbst erzählst, am neuen Ort nicht willkommen. Polen-Matz, Polen-Luder haben sie dich genannt, die anderen Kinder, und mit dieser Flucht hast du dich immer wieder auseinandergesetzt. Zu deinem sozialen und politischen Engagement gehört der Dokumentarfilm Die Unbegleiteten, ein Film über die Fluchterfahrung von Jugendlichen aus Afghanistan. Sie kamen 2015 in Berlin an, und seither hast du sie mit deiner Freundin Veronika unterstützt und betreut. Ihr seid ihre Freunde in Lebensfragen geworden, Lebensfreunde. Später kam noch ein Projekt dazu mit Mädchen aus Syrien und Irak, meistens Kurdinnen. Du willst ihnen zeigen, dass anhand deiner Geschichte, wie du sagst, die eigene Fremdheit auch eine Bereicherung sein kann. Und uns zeigst du, wie empathischer, mitfühlender Umgang mit Menschen aussehen kann. Liebe Hanna, du bist Schauspielerin, Sängerin, Künstlerin, ja, auch Aktivistin. Schon sehr früh wollte ich mich nicht so werden wie alle anderen um mich rum, hast du mal geschrieben. Das bist du auch nicht geworden. Du bist für uns alle die einzigartige, inspirierende, talentierte Künstlerin und sorgfältige und warmherzige Denkerin, die wir sehen, wenn wir wach sind und träumen. Wir gratulieren dir, liebe Hanna, zum Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie 2024. Und wenn ich was sagen darf, weil ich Margot so lange nicht mehr gesehen habe, vielen Dank, Margot, für deine großartigen Worte. Liebe Hanna, herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren dir zum Filmpreis und zur Ehrenlola.
Als ich Hanna Schigulla das erste Mal sah, war ich schockverliebt. Die war einfach so anders. Einzigartig. Hanna hatte immer eine Aura. Dass die von der Kamera geliebt wird, das hat man auch gesehen. Sie verstellt sich nicht. Sie spielt nicht. Ich würde sagen, sie ist eine Lebensdarstellerin. Die Art, präsent zu sein, doch irgendwo ganz anders. Hanna selbst hat gesagt, es ist wie mit offenen Augen zu träumen. Sie haben eine Freundin. Sie ist sehr hübsch, nicht wahr? Ich war umgehauen von den beiden, von ihrer strahlenden Präsenz. Das wusste er von Anfang an, dass sie sein Star wird. Wie sehe ich aus? Schön, warum? Will ich gerade jetzt schön sein? In den 80er Jahren war überall in New York Hannas Bild plakatiert. Der neue Star aus Deutschland. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei dir? Und natürlich hat sie internationale Aufmerksamkeit bekommen. Ich verstehe überhaupt sehr viel von der Zukunft, da bin ich sozusagen Spezialist. Hanna hat mit ihrer einzigartigen Filmkunst nicht nur den deutschen Film international bekannt gemacht, sondern hat ja auch mit sehr vielen internationalen Regisseuren gedreht. Das war wie ein Traum, mit dir arbeiten und dich filmen zu können. Sie ist die Botschafterin des Deutschen und jetzt auch des jungen deutschen Films. I want to help you. Also sie hat ja vielen Regisseuren und Regisseurinnen geholfen, die ersten Wege zu gehen. Ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass sie einen Film über meine Arbeit machen möchte. Das Besondere an Hanna Schigulla ist ihre emotionale Tiefe. Das macht sie zu einer Ikone des Weltkinos. Hanna ist einfach eine der lebenden Legenden, die man mal kennenlernen durfte. Erlauben Sie? Liebe Hanna Schigulla, herzlichen Glückwunsch zum wohlverdienten Ehrenpreis. Von ganzem Herzen gratuliere ich dir zu diesem wunderbaren großen Preis. Den du so sehr verdienst. Herzlichen Glückwunsch für diesen Preis. Alles Gute für dich weiterhin. Ich freue mich sehr darüber, dass du dieses Jahr die Ehrenlola erhältst. Die du natürlich längst verdient hast. Herzlichen Glückwunsch zu deiner beeindruckenden Karriere. Ehre, wem Ehre gebührt, Hanna. Sind das Mikro an? Oh Gott, jetzt habe ich alles verstellt. Das fängt schon gut an. Alles gut. Nee, ist gut. Ja. Hanna, ist alles gut. Ich nehme es dir auch wieder ab. Alles. Bitte. Ja. Und das so auch? Schön, dass es sich anfühlt, aber es ist schwer. Ja. Mein Gott, bei so viel Ehre. Früher konnte ich das Wort überhaupt nicht leiden. Aber jetzt... Jetzt fühle ich doch, dass es mir auch gut tut. Ja, ja, all das ist auch so schön, aber das Glück ist nicht immer lustig. Das war so ein Fassbinder-Zitat für mich, ehrlich gesagt. Jetzt auch schon etwas anstrengend. Gut, habe ich ja schon mal gesagt. Also, bevor ich meinen Dank und meine Freude ausspreche, ja, ich glaube, diesen Punkt, der wurde ja schon am besten natürlich durch Frau Friedländer hier berührt, dass natürlich auch ich also schon sehr beunruhigt bin darüber, was hier auf deutschem Boden sich wieder tut und auch nachwächst. Und das ist gerade zu, habe ich doch da im Radio gehört,
Ich weiß nicht, ob das erwiesen ist. Ich hoffe, es war nur eine Mutmaßung, aber dass die, auch die Jungen, die jetzt zum ersten Mal wählen, dass da viele die AfD auf den Wahlzettel setzen, also da bin ich tief erschüttert. Man muss sich natürlich fragen, warum? Warum? Ich habe keine Antwort, aber man sollte die Frage nie aus den Augen verlieren. Geduld. Komm jetzt zum festlichen, zum schönen Teil der Rede, indem ich Ihnen meinen Dank und meine Freude ausspreche. Denn dieser Preis ist ja auf alles von Kollegen und Kolleginnen gewählt und ausgesprochen. Ja, also ich bin ja eigentlich immer noch dabei. Das ist erstaunlich, auch für mich. Man denkt, also ich trete hier jetzt auf als Erinnerungsstück aus der Vergangenheit, aber ich bin noch mit dabei. Also dieser Applaus freut mich besonders. Naja, man nennt mich jetzt so oft Ikone. Ikone, da sehe ich immer so ein Heiligenbild im Goldrahmen, aber das ist damit wahrscheinlich nicht gemeint. Jedenfalls, wenn ich jetzt dieses Bild der Ikone noch ein wenig weiter spinne, dann würde ich sagen, ich sehe mich als Ikone. Ja, warum nicht?